Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Xenoblade Chronicles Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut über Games for You. Und wir haben miterlebt, wie Melia zur Kaiserin gekrönt worden ist, beziehungsweise zur nachfolgenden Kaiserin. Und wollen diese jetzt besuchen, denn die hat ja so viel zu tun, da müssen wir mal schauen, was da los ist. Und überhaupt, und hast du nicht gesehen, und das werden wir jetzt einfach mal machen. Wahrscheinlich rennen wir wieder in ein ganz einfaches Attentat rein, so wie ich die Lage hier einschätze am Hof. Hier muss irgendwie noch was sein, glaube ich, oder? War da nicht was? Nee, ne? Okay, so. Wo müssen wir denn hin? Hier wieder hoch, oder wie? Ab zu den Kaisern. Scheinen wir jetzt ja alle Freiheiten zu genießen. Oh, was gibt's denn hier? Hier gibt's eine Quest oder was? Hi. Mission betraut. Okay, bla bla bla, Fragen. Super interessant. 35.000. Alles klar, dankeschön. Ja, ja, bla bla bla, super, super. Hier müsste ein Gang sein, wenn ich das richtig deute. Wo geht's hier hin? Ach, da müssen wir jetzt wahrscheinlich hier rum zu Melia. Okay. Meter in die Höhe. Und wenn das hier Haus ist, dann sage ich holla die Waldfee. Da würde ich auch gern wohnen. Guckt euch mal Schulk an, wie blöd der läuft. Die Beine laufen so komisch, als hätte er O-Beine irgendwie. Ist nicht so geil animiert. Ist mir eben erst aufgefallen das erste Mal. Kaiserliche Villa, Tatsache. Hier wohnen die Kaiser und die Kaiserinnen. Und die Prinzessinnen. Heißen die Nachkommen von Kaisern auch Prinz und Prinzessin? メリアちゃん。へへへ。メリアちゃん立派だったもん。力感動したもん。そうか。自分ではよくわからなかったが。素敵な庭ね。この花壇や噴水のデザイン、コロニー6が復興したらぜひ取り入れたいわ。 亡き母上が好きだった庭だ。亡きって？え？だってメリアのお袋さんは。コーヒー陛下は私の本当の母ではない。ハイエンターの皇家にはな。ハイエンターとホムス、二人の妻をメトルしきたりがあってな。私はエーヒの子。つまりお前たちホムスとハイエンターとの婚結なのだ。 メリア、メリアちゃん、ここに住んでるも。ああ、幼い時からな。私はこの養子上、表立っては歩けぬから、この離宮は都合がよい。なんでそう感じてしまうんです。それは俺たちホムスのものの考え方だ。文化が異なれば、おのずと倫理観や常識も異なる。 それで公の場では、あの仮面をつけていたんだね。うん。シルク、あと半時もしたら宮中晩餐会が開かれる。そなたたちにもぜひ出席してほしい。うまうまなもの食べれるも。もちろんだ。そいつはありがてえ。さっきから腹がなって腹がなってもう。てか、ハイエンターの飯ってどんなんだろうな。なんかワクワクしてきたぜ。 ちょっと、会場で寂しい真似だけはやめてよね。<笑>そいつは無理な注文ってもんだ。何しろないんだぜ。<笑>いくら何番でもそりゃひどいよ。<笑>私は先に行っている。
時間になったら向かいのものをよこさせる。うん。ありがとう。Na, da bin ich mal gespannt, ob es zu diesem Bankett kommen kann. Hm? Nanda, Shuruku? Ja. Okashina Yatsu da na. Oh je, die Augen leuchten. Sehen das andere auch oder nur wir? Oh nein, der Gesichtskerl ist wieder da. Scheiße. シュルク、皇主陛下が。父上が。まさかビジョンが。シュルク、父上がどうしたというのだ。あの塔、監獄塔の上で。おい、ワセツォス。この警報は何だ。騎士兵が、騎士兵が接近中です。おい。Jetzt doch nicht so alles sicher hier. Das ist das Problem. Wenn man gut geschützt ist, dann wird man nachlässig. Man denkt, oh, man lebt in seiner Blase, alles ist cool. Aber das ist das in Wirklichkeit gar nicht. Ach, das sind Abwehrdinger. Das sind gar keine Gegner, oder was?何事か？はっ、騎士兵の一軍が接近中との報告を南方警護隊より受けました。何だと？カリアンよ、メリアは頼もしくなったな。はい。Hauptsache langsam laufen。これで思い残すことは。今こそ我が運命を受け入れ、それに従おうぞ。父上、カリアン、コートの防備を固めるのだ。私は看護へ行く。Und sterben wahrscheinlich.ビジョンの続きなんだ。監獄とあの場所で陛下は黒い顔つきに。監獄と何故父上自らあのような場所に。まさか皇宮へ行くぞ。父上を止めなければ列権の前へ行く。Er redet ganz schön komisch, ey. 僕らも一緒に行く。 Jetzt sind wir wenigstens wieder alle zusammen.Okay, machen wir mal ein Menü auf. Könnten wir Melia wieder reinnehmen. Dings lassen wir mal dabei. Schulk. Weil die Sache ist die, wir brauchen bis, mit Sicherheit eigentlich die Mechon-Fähigkeiten von Schulk. Hier würde ich gerne jetzt mal kurz gucken, ob wir bei Melia irgendwie was machen können hinsichtlich nochmal verteilen.Genau, da würde ich gerne Zuverlässigkeit, Kunstcharakter zu, physische Abwehr. Crit-Rate gefällt mir besser. Machen wir hier. Dann können wir mit ihr auch dieses Meisterbuch lernen. Da müssen wir aber in die Inventarliste. Technikbuch. Meisterbuch, genau.So, wir haben alle was bekommen, okay.
Gucken wir mal, dass wir alles auch in die Meisterstufe dann investieren von ihr. Genau, weiter. Okay, das ist gut. Gehen wir auch nochmal in Collecticon gucken. Was haben wir denn hier? Nix. Da können wir was machen. Vollständige Kategorie. Da fehlt uns noch eins. Okay. Okay, passt, passt. Weiter. Mal sehen, ob hier jetzt dann schon Kämpfer auf uns warten. Und vor allem, wie Melia spielt, wenn sie nicht von uns gesteuert wird. Das würde mich mal interessieren. Aber interessanterweise hat sie jetzt auch Flügel am Kopf. Die hat sie vorher doch nicht gehabt, oder? Naja, wie dem auch sei. Hier außen sieht man aber keine Kämpfe. Finde ich ein bisschen schade. Aber was soll's, man kann nicht alles haben. Vielleicht ist es aber auch einfach nur noch nicht so weit. Wobei ich sagen muss, dass die Story ein bisschen krude ist. Da wird viel nur angedeutet, sehr wenig erklärt. Das finde ich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Nicht sehr gut gelöst. Zu viele Andeutungen machen die Welt einfach nicht besser. Okay, dann gehen wir hoch. Wir haben ja immerhin die Thronfolgerin dabei. Interessant ist, dass das Geheimnis gewahrt bleibt, obwohl die Thronfolgerin hier rumrennt und jede Menge Leute das sehen können und so weiter und so fort. Dass da niemand was erzählt, finde ich ja auch interessant. メリアか。皇家を守護する釈上が、やはり父上は。兄上。陛下は単身監獄島に赴かれた。この皇都を守るために。何故一人で行かせたのです。父上は。陛下は知っておられたんだ。アルビース。Dem können wir nicht trauen. そして何をなされば それが恐たるものの。オッケー。シルク、行くぞ。ダンバンさん、責務だと定めだと何かっこつけてんだよ。そんなものと人一人の命とどっちが重てえのか考えるまでもねえだろう。お前もお前だ、メリア。何諦めてんだよ。お前にとっちゃ公主陛下じゃない親父さんなんだろう。 Genau. ダンバン。ならやることは一つだ。な、シルク。ええ。しかし。俺たちはホームスター。あんたらの縛りは関係ない。買ってやっても構うまい。すまぬ、ダンバン殿。気にするなって。じゃ、そういうことだ、メリア。うん。監獄島へ。オッケー、オッケー、オッケー。 Damit ist die Marschrichtung klar. Gefällt mir sehr gut. Würde sagen, dann speichern wir an der Stelle aber auch mal, weil es ganz praktisch ist gerade. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.